Seit 2013 gibt es sie, Yenya. In ihren Songs geht es um Kinderheirat, Gewalt gegen Frauen oder fehlende Bildungschancen. Viele Mädchen haben keinen Schulabschluss. Durch Yenya hat sich etwas verändert. 76% der Fans sagen, sie gehen wieder in die Schule. Und 84% von ihnen meinen, die Band hat sie selbstbewusster gemacht. Mission erfüllt. Yenya, der Name dieser erfolgreichen äthiopischen Band, bedeutet auf Amharisch unser, denn sie gehören zu ihren Fans. Ihre Musik steht für sozialen Wandel und die Selbstbestimmung von Frauen. Unsere Lyrics haben einen tiefen Sinn und sind lehrreich. Wir sprechen wichtige Themen an. Die fünf Frauen machen aber nicht nur Musik, sondern drehen Filme, haben eine Talkshow und ein eigenes Hörspiel. Jede von ihnen spielt einen bestimmten Charakter. Er Jerusalem ist die Strebsame, Sibiba die Musikliebhaberin, Teref das City Girl, Rahel die Mütterliche und Lemlem das Straßenkind. Alles wird intensiv vorbereitet. Das Besondere an uns ist, das Skript wird geschrieben, nachdem wir bestimmte Orte besucht haben. Dort recherchieren wir, damit wir anschließend eine echte Story erzählen können. Es gab auch einen Workshop, der Girl in Journey hieß. Da sind wir persönlich zu echten Charakteren gegangen und haben uns angeschaut, wie sie sich fühlen, was für ein Leben sie führen. Die Probleme der Charaktere orientieren sich an der Realität. Häusliche Gewalt, Zwangsehe und Armut, Themen, mit denen sich viele Mädchen in Äthiopien identifizieren können. Ihnen will Yenya helfen. Perspektiven und Lösungsansätze sollen betroffene Hörerinnen stärken. Die Arbeit hat Sibiba verändert. Wenn ich eine Frau auf der Straße sehe, die Probleme hat, laufe ich nicht einfach vorbei. Ich gehe zu ihr und versuche, mit ihr zu sprechen. Außerdem fängt alles zu Hause an. Es fängt damit an, dass man seine Familie, seine Schwester respektiert. Yenya hat mich daher in vielerlei Hinsicht verändert. Vor 3 Jahren kamen alle über ein Casting in die Band. Seitdem sind sie oft in Äthiopien unterwegs und echte Promis. Mit ihrer Arbeit erreichen sie rund 7 Millionen Radiohörer. Abgehoben sind sie trotzdem nicht. Sie mögen den regelmäßigen Kontakt zu ihren Fans. Ich möchte gerne wie sie sein. Alles an ihnen macht mich glücklich. Yenya will aber nicht nur Mädchen oder Frauen erreichen. Gleichberechtigung geht alle an, finden sie. Daher spielt der 28-jährige Zelalem Kasaye in ihrer Radioshow einen Kumpel, der sich mit ihnen für die Rechte von Frauen stark macht. Das erreicht auch männliche Hörer, wie den Friseur Tariq Alem. Wie ich höre, wird vielen Frauen und sogar Müttern viel Leid angetan. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass Frauen vergewaltigt werden. Die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile werden selbst Mütter geschlagen oder vergewaltigt. Das zu wissen, hat auch meine Haltung gegenüber meinen Schwestern und meiner Mutter verändert. Und das dank Yenya. Über solche Fans freuen sich die fünf. Sie geben ihnen das Gefühl, dass sie mit ihrer Arbeit auf dem richtigen Weg sind.